Kindergottesdienst am Ostersonntag. Wie immer beginnen wir damit, dass wir eine Kerze anzünden. Das kann jetzt leider keiner von euch machen, deshalb mache ich das jetzt heute. Und dann machen wir gemeinsam ein Kreuzzeichen. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Lieber Gott, du bist in unserer Mitte. Wir danken dir, dass du immer bei uns bist und uns deinen Sohn Jesus geschickt hast. Amen. Und nun gebe ich weiter an die Kirchenraupe Lilly. Oh, hallo. Was machst du denn da? Ja, hallo Lilly. Das ist ja schön, dass du heute im Pfarrgarten unterwegs bist, weil ich erzähle den Kindern heute was über Ostern. Aber das ist eben gut, dass du da bist, weil magst du vielleicht mitmachen? Oh ja, gern. Ich kenne mich total gut aus. Ja eben, das habe ich nämlich schon mitbekommen. Das ist echt super, dass du dabei bist. Was meinst, fangen wir gleich an und machen wir uns auf den Weg. Oh ja. Okay. Der erste Tag auf dem Weg von Jesus Richtung Ostern. Der erste Tag der Karwoche ist der Palmsonntag. Und am Palmsonntag, da haben die Menschen in Jerusalem am Jesus zugejubelt, weil der nach Jerusalem gekommen ist. Und die Menschen, die haben ihm mit Palmzweigen zugewunken und gesungen Halleluja und Hosianna. Und sie haben sogar Kleidung auf den Weg von Jesus gelegt, dass der Esel seine Hufe nicht schmutzig macht, weil der Jesus den Menschen so wichtig war. Sie haben Jesus wie einen König gefeiert. Das nächste Fest, das wir feiern, heißt Gründonnerstag. Und am Gründonnerstag, da erinnern wir uns daran, dass Jesus mit seinen Freunden das letzte Abendmahl gefeiert hat. Das heißt, er hat an diesem Tag das letzte Mal mit seinen Freunden Brot gegessen. Das duftet ganz herrlich. Und sie haben zusammen Wein getrunken. Und danach ist er gefangen geworden. Das finde ich sehr traurig. Aber schaut mal, der Weg geht noch weiter. Kommt mit. Wir schauen, was passiert. Karfreitag war ein sehr, sehr, sehr trauriger Tag. Weil am Karfreitag ist der Jesus am Kreuz gestorben. Der wurde am Gründonnerstag gefangen genommen, weil es leider ganz viele Menschen gegeben hat, die an Jesus nicht gern gemocht haben. Und Jesus ist am Karfreitag am Kreuz gestorben, um 3 Uhr nachmittags. Nachdem Jesus gestorben war, waren seine Freundinnen und Freunde sehr, sehr traurig. Mich, liebe Kinder, macht das auch ganz traurig. Sie haben ihn dann vom Kreuz heruntergenommen und haben ihn in ein Grab gelegt, das wie eine Höhle aussah. Kommt mal mit. Hier ist auch so eine Höhle. Boah, ziemlich finster da drin. Und das Grab wurde mit einem schweren Stein verschlossen. Boah, da ist ein riesiger Stein. Ich versuche mal, den wegzuschieben. Nein, das geht nicht. Der schwere Stein hat das Grab verschlossen. So, liebe Kinder, jetzt bin ich mal eine Runde um das Grab gegangen. Und wisst ihr, oh, seht ihr das? Der Stein ist weg. Ich weiß, was das bedeutet. Jesus ist nicht mehr tot. Er ist nicht mehr da, er ist auferstanden. Er wohnt jetzt im Himmel. Hören wir aus der Bibel, wie es mit Jesus weiterging. Als Jesus im Grab lag, gingen Maria aus Magdala und 2 andere Frauen zum Grab. Sie erschraken, weil der schwere Stein nicht mehr vor der Grabeshöhle lag. Als sie hineinsahen, sagten 2 Gestalten in hellen Gewändern zu ihnen: Jesus ist nicht mehr hier, er ist nicht mehr tot. Er lebt. Als die 3 Frauen das leere Grab sahen, haben sie gewusst, dass Jesus nicht mehr tot ist, dass er lebt. Und sie waren nicht mehr traurig. Nein, ist klar, sie freuten sich. Sie waren im Herzen mit Freude und mit Jubel erfüllt, dass Jesus wieder bei ihnen ist.
Und somit ist der Weg nicht zu Ende mit dem Grab, sondern er geht weiter. Die Freunde von Jesus haben sich riesig gefreut und haben wieder gesehen, wie bunt und fröhlich das Leben ist. Und Kinder, ich sag's euch, ich freue mich auch. Und als Zeichen dafür habe ich da hinten schon was entdeckt. Da gibt es Blumen. Und die wollen wir jetzt noch streuen. So, liebe Kinder, das war die Geschichte zu Ostern. Und ich sag's euch, die hat mir so gut gefallen. Ich hoffe euch auch. Jetzt fühle ich mich richtig wohl und mir geht's richtig gut. Und deshalb bleibe ich jetzt hier, bis wir uns das nächste Mal sehen. Bis bald, eure Kirchenraupe Lilly. Gott sei vor dir, um dir den richtigen Weg zu zeigen. Gott sei neben dir, um dich in die Arme zu nehmen und dich zu beschützen. Gott sei in dir, um dich zu trösten, wenn du traurig bist. Gott sei über dir, um dich zu segnen. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.